In diesem Video erfährst du, wie es zu Kieferschmerzen oder Kiefergelenksschmerzen kommt. In der Regel ist ein Muskel hauptverantwortlich für diese Beschwerden, die wir haben im Bereich des Kiefers, und das ist der Musculus masseter. Ihr seht ihn hier, wenn ihr mal die Zähne ganz fest aufeinander beißt, dann könnt ihr auch selber mal spüren. Hier baut sich dann eine enorme Spannung auf in dem unteren Kaumuskel. Problem ist, also ich zeige ihn euch erstmal. Hier seht ihr den Musculus masseter. Er kommt hier oben vom Jochbein und zieht runter an die Mandibula, also ans Ende des des Unterkiefers. Und der ist unheimlich breit, aber auch relativ kurz, deswegen hat er eine enorme Kraft. Der hat eine kurze Hebelwirkung und dementsprechend auch sehr viel Kraft. So, dieser Muskel, was passiert mit dem in unserem Alltag? Beim Kauen baut er Spannung auf. Wenn wir Stress haben, wenn wir uns anspannen, wenn wir uns konzentrieren, kann der Spannung aufbauen. Nachts, gerade auch beim Zähneknirschen, ich habe schon Patienten gehabt, da sind die Zähne richtig abgehobelt. Dann gibt es zwar eine Schiene, die die Zähne schützen soll, aber wenn der Muskel weiterhin mit seiner ganzen Kraft, und der ist der kräftigste Muskel, den wir haben im Körper, der kann locker 80 Kilo halten, wenn er mit seiner ganzen Kraft in die Verkürzung arbeitet, dann gibt es natürlich langfristig auch Probleme. Selbst wenn ich eine Schiene habe, ich habe schon Patienten gehabt, da wurde nachts die Schiene einfach zerbrochen aufgrund dieser hohen Krafteinwirkung dieses Muskels. Deswegen ist immer die Frage, was ist dann letzten Endes die Ursachenbehandlung, um die Spannung von diesem Muskel zu nehmen, weil das macht auch deswegen Sinn, weil ihr seht das hier oben, hier ist halt das Kiefergelenk. Wenn dieser Muskel immer mehr unter Spannung gerät, dann zieht er nicht nur die Zahnreihen aufeinander, sondern im Zweifel gurtet er dann auch hier das Kiefergelenk zu. Und es gibt immer wieder Patienten, die dann auch dieses Knacken haben, wenn sie den Mund öffnen. Das liegt einfach daran, dass die Führung, den gibt es ja auf beiden Seiten, diesen Muskel, dass vielleicht einer mehr verspannt ist als der andere. Und dann gibt es natürlich auch Ungleichgewichte in der Symmetrie auch dieser Kaubewegung. So, dementsprechend macht es Sinn, diesen Muskel von seinen Fehlspannungen zu befreien. Ihr dürft immer mal drüber nachdenken, wie oft ihr in die Schließung arbeitet. Und das Gegenteil ist ja nicht nur die normale Öffnung. Dennoch dürft ihr mal drüber nachdenken, wie oft ihr in der Position seid in eurem Leben und wie oft tatsächlich in der Schließung. Was ihn tatsächlich befreit, das werdet ihr dann nächste Woche erfahren in dem Übungsvideo. Ich hoffe aber, es ist nachvollziehbar, wie wichtig es ist, diesen kräftigsten Muskel des Körpers nach und nach von der Zugurtung etwas zu lösen. Wenn ihr Beschwerden habt in dem Bereich und euch nicht ganz sicher seid, ob die Übung die richtige für euch ist, nutzt bitte den Schmerzfinder. Ich sage es immer wieder, da kann ich wesentlich detaillierter und genauer auf eure Beschwerden eingehen. Ich würde mich freuen, wenn wir uns auch da unter Umständen sehen würden. Alles Gute, bis dann, euer Dennis.